Seid ihr bereit, euch Christus, dem Herrn, von Tag zu Tag enger zu verbinden und so zum Heil der Menschen für Gott zu leben? Ich verspreche es. Gott selbst vollende das gute Werk, das er in mir begonnen hat. Wir haben heute hier zwei, die wir zu Priestern weihen. In wenigen Augenblicken sagen wir Neupriester zu ihnen. Das sind Menschen, die Jesus gefunden haben, Alexander und Christoph. Ich sage euch eines, die Menschen suchen in euch nicht die Institution Kirche, sondern sie suchen in euch jemand, der in der Jesusfreundschaft lebt und ihnen davon erzählen kann. Es geht im Priestersein ums Dasein. Das sollen die Leute von euch oft erfahren. Du bist da. Dafür, liebe Brüder, wurden wir, die ihr Priester seid, geweiht. Dazu lege ich euch heute die Hände auf, um euch, Christoph und Alexander, hineinzuheben in die sakramentale Wirklichkeit, Christus darzustellen.